Er hat doch gesagt, ich kann nichts mehr kaputt machen, oder? Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht voran. Das war eine Platine. Da gehe ich noch mal fischen. Ich raste aus, das ist nicht wahr. Unser Reporter Christoph Karasch arbeitet 3 Tage auf einem Elektroschrottplatz. Dort braucht er Fingerspitzengefühl und Geduld. Warum? Das sehen Sie jetzt. Christoph ist in München auf dem Weg zum Schrottplatz Weißer Rabe. Eine Recyclinganlage, die von allen Münchner Wertstoffhöfen mit Elektroschrott beliefert wird. Okay, hier stapeln sich schon mal die Kabel. Das sieht nach Arbeit aus. Wow, mein Arbeitsplatz. Roland Ulrich leitet den Schrottplatz seit 13 Jahren. Er steht Christoph die nächsten 3 Tage zur Seite und packt selbst überall mit an. Christoph, guten Morgen. Ja, morgen. Ja, schön, dass ich da sein darf. Super, ja. Ich bin ganz überrascht, dass es in einer Halle ist. Für mich ist Schrottplatz, Recyclinghof, Wertstoffhof, findet draußen statt. Nee. Elektroschrott immer in der Halle oder unter Dach. Denn im Elektroschrott sind gefährliche Stoffe wie Quecksilber oder Halogene. Deshalb muss er per Gesetz drinnen verarbeitet werden. In der Mitte ein Förderband voll mit E-Schrott. Die Arbeiter zerlegen ihn in Einzelteile. Denn aus Elektrogeräten kann vieles recycelt werden. Edelmetalle, Gummi, Plastik. Daraus werden zum Beispiel neue Lampen, Fahrradschläuche oder Spielzeug. Jeder arbeitet an allen Stationen. Das soll auch Christoph. So würde ich jetzt mal aussehen. Perfekt, Christoph. Ist das in Ordnung? Schaut super aus, jawohl. Eines fehlt noch. Handschuhe? Die brauche ich auch noch. Ja. Damit die Finger heile bleiben. So ist es. Ich habe nämlich gehört, hier passiert vieles per Handarbeit. Ja, alles. Was jetzt bringt das für Vorteile? Warum? Ja, man geht tiefer in die Zerlegung, man nimmt die Wertstoffe raus und die Schadstoffe weg. Wie Lithium-Akkus, da wird alles per Hand ausgebaut. Bevor Christoph sortieren kann, muss er an den Anfang der Recyclingkette. In großen Containern kommt die Ware an. Bis zu 1000 Geräte passen hier rein. Darf ich hier schon eintreten? Ja, völlig. Guten Morgen. Morgen. Christoph. Hi. Sigi. Sigi, moin. Geht's gut? Ja. Okay, ich schaue und lerne. Christoph soll die Gegenstände erstmal in 4 Kategorien vorsortieren. Kabel, Ware ohne Akku wie Drucker, Geräte mit Akku wie Laptops und Neuware. Tatsächlich, auch nagelneue Sachen landen hier. Es tut manchmal so ein bisschen weh, das so zu sehen, oder? Okay, ich habe mal eine Frage. Ja. Das ist ja so ein Handstaubsauger, richtig? Genau. Warum ist der noch verwertbar, aber so ein normaler Staubsauger nicht? Der ist nicht deswegen verwertbar, weil hier Akku drin ist in den Handstaubsauger. Ja. Also jetzt Batterie, durch das geht der. Und die haben nur einen Stecker, genau, die nur an die Steckdose. Also hier ist der Akku, eventueller Lithium-Akku oder was, und die sind dann so gefährlich. Alles klar. Ach, Herr Jemini. Heißt das etwa, alles mit Akku wird recycelt und ist wertvoll und alle Gegenstände, die strombetrieben sind, kommen zum Verschrotten? Nicht ganz, denn auch strombetriebene Geräte können wertvoll sein und recycelt werden. Christoph, Zerlegware. Ja. Der gehört da nicht rein? Nein, da ist eine hochwertige Platine drin, das ist eine Playstation, ja. Hat sowas wie ein Rechner, ne? Und hat durch das eine gute Platine drin. Fehler Nummer 1. Wo hätte ich es hin tun müssen? In die Seitenkiste. Ja, an die Seiten oder zu der rechten Kiste. Okay. Ja? Okay. Zum Glück passen Sie auf, Herr Ulrich. Ja, gut, dass Sie da sind. Ja. Ganze 9 Kilo Elektromüll produziert jeder von uns pro Jahr. Ihn zu recyceln ist nicht nur wichtig, sondern auch lukrativ. Denn im Schrott stecken zum Beispiel Gold und Kupfer. Dazu später mehr. So wenig Mühe geben sich die Leute. Da sind die Kaffeebohnen noch in der Maschine drin. Glaubt man das? Doch nicht alles ist recycelbar. Was nichts mehr hergibt, wie diese Maschine, wandert in die Müllpresse, inklusive Bohnen. Das ist die Endstation für alle Geräte, die nicht recycelt werden können. Was ist das hier? Das ist ja noch brandneu. Das ist ja original verpackt. Ja. Tastaturen. Ja, das war nicht auch im Container. Warum wird sowas weggeschmissen? Ja. Also das wissen Sie natürlich nicht. Nee, aber vielleicht irgendwo über oder so. Ja? Aber das kann man doch zu Geld machen. Also selber jetzt, das kann man verkaufen. Also bei uns geht es dann schon ins Gebrauchtwarenhaus. Wird verkauft. Also da blutet einem Herz manchmal, wirklich. Also was da Ware manchmal drin ist und was die Bürger abgeben drinnen und dann einfach hier landet so, das tut schon weh.
Neue Ware kommt ins Gebrauchtwarenhaus und wird dort weiterverkauft. Aber nur unbenutzte und voll funktionsfähige Geräte. Kommen hier auch skurrile Dinge an? Also ich sehe so Telefone und ne, Computer, da sind Staubsauger. Was ist so das Verrückteste, was die Leute schmeißen? Es gibt so viele Dinge, das kann ich gar nicht alles aufzählen, was da alles anlandet da drin. Roland hat schon alles gesehen. Waschmaschinen mit frisch gewaschener Kleidung drin, Sexspielzeug oder ein Handy, auf dem kurz vor der Zerlegung der Besitzer angerufen hat. Nach 3 Stunden ist der Container leer. Nächster Schritt, die sortierten Rechner zerlegen. Christoph bekommt einen Arbeitsplatz am Fließband. Okay, was passiert hier? PC komplett zerlegen. Komplett zerlegen. Kommt alles raus. Okay. Ich kann mir jetzt irgendeinen greifen. Irgendeinen greifen? Und dann operieren wir am offenen Herzen. So ist es. Und zwar mit Schraubenzieher und Hammer. Die Arbeiter zerlegen den E-Schrott ausschließlich per Hand. Denn die Elektrogeräte sind unterschiedlich aufgebaut. Für jedes Teil und jede Ausführung bräuchte es eine eigene Maschine, die das Gerät zerlegt. Das wäre aufwendig und viel zu teuer. So. Oh, hier, das hört niemals auf. Mit jedem Container vom Wertstoffhof kommen neue Rechner an. Pro Tag zerlegen die Arbeiter bis zu 450 Stück. Christoph hat's für heute geschafft. Ja, das war der letzte für heute. Das war's? Das war's. Ich bin sehr einverstanden. Es hört ja nie auf, ne? Nee. Trotzdem Feierabend. An Tag 2 klingelt der Wecker um 7. Um besseren Anschluss zu den Kollegen zu bekommen, ist Christoph heute alleine mit der Selfie-Cam unterwegs. Nur aber flott. In der Halle brennt schon Licht und Roland wartet bereits. Guten Morgen. Morgen, Christoph. Hallo. Hallo. In alter Frische. Neuer Tag, neuer Container, neuer Schrott. Teamkollege Sigi macht diesen Job schon seit 10 Jahren. Ich spüre gerade, dass das total Spaß macht, hier dieses Ausräumen. Das ist so das tägliche Highlight, oder? Wie siehst du das? Ja, freilich. Immer. Mir macht Spaß. Also. Gelernt hat Sigi aber was anderes. Hast du mal eine Ausbildung? Gärtnerei. Na, früher war ich Gärtnerei. Und dann haben sie zugemacht. Also ich habe alles miterlebt. Also alles erlebt. Schon eine ganze Menge. Aber ja. Hier scheint es dir gut zu gehen. Ja, freilich. Christoph merkt schnell, hier arbeiten harte Jungs, die lieber anpacken, anstatt zu plaudern. Deshalb Klappe zu und arbeiten. Schrott gibt es genug. Allein in den letzten 10 Jahren hat sich der Elektroschrott in Deutschland verdoppelt. Denn heute werfen wir viel mehr weg als früher. Erst wenn es vielleicht mal nicht mehr zum Reparieren gegangen ist, dann hat man es erst weggeschmissen. Heute ist es so, dass man eigentlich sagt, jetzt mal, der Staubsaugerbeutel ist voll, der funktioniert nicht. Es wird nicht mehr nachgeschaut, dann wird der Staubsauger weggeschmissen. Wird gleich der ganze Staubsauger weggeschmissen. Ja, auch Hersteller bauen neue Geräte so, dass sie schneller kaputt gehen und wir wieder neue nachkaufen müssen. Das nennt man geplante Obsoleszenz. Der Schrott wird immer mehr. Weltweit produzieren wir pro Jahr 45 Millionen Tonnen. Stapelt man den Schrott zu einem Müllberg, ist er 150 Mal schwerer als der Kölner Dom. Handys, PCs oder Akkus landen auf dem Hausmüll. Das ist falsch. Im Schrott stecken Rohstoffe wie Kupfer, Gold oder Nickel. Die muss man wiederverwerten. Wir Deutschen recyceln 40% des E-Schrotts. Immerhin. Der internationale Schnitt liegt nur bei 30%. Vorreiter ist Japan mit 54%. Alle Medaillen für die Olympischen Spiele in Tokio sind recycelt. Und zwar aus 5 Millionen gebrauchten Handys. Auf unserem Schrottplatz hat Christoph wieder seinen Recyclingplatz eingenommen. Er zerlegt Rechner und findet im Inneren mehr als Schrauben. Man, da lebt sogar was drin. Da ist sogar so eine kleine Raupe. Hier, da, seht ihr das? Tatsächlich ist es Hausstaub und der ist nur für Allergiker gefährlich. Eklig ist es trotzdem. Was ich mich frage ist, was ist eigentlich am Ende dieses Laufbands? Also was passiert mit den Teilen?
die ich jetzt hier gerade so feinsäuberlich auseinandergenommen habe. Das will ich mir jetzt mal anschauen. Schritt 3. Zerlegte Teile nach Materialien sortieren. Die Arbeiter trennen unter anderem Schrauben, Plastik und Kabel. Okay. Also da Metallgehäuse, ja. Kabel. Die Rohstoffe gehen an Abnehmer, die beispielsweise aus Gummi neue Fahrradschläuche herstellen oder alte Platinen in neue Rechner einbauen. Tag 2, geschafft. Ah, Feierabend. 2 Tage sind rum und Christoph weiß bisher, wo der Schrott landet und wie er getrennt wird. Heute gibt's noch eine neue Aufgabe. Hier kommen alle Kabel aus der Halle an. Auch die, die Christoph in den letzten Tagen vorsortiert hat. Er leert das jetzt aus, tatsächlich. Okay. Achtung! Okay. Das ist die Extremversion von dem, was wir von zu Hause kennen, der Kabelsalat. Wie soll man dem denn Herr werden? Ganz einfach. Nicht lange quatschen. Loslegen. Christoph muss alle Stecker abschneiden. Ich hab's gleich. Oh. Da habe ich das Ende schon erledigt. Christoph trennt dünne Kabel von dicken Kabeln, Goldstecker von normalen. Und das Ganze auch bitte zack, zack. Wie lange hast du gebraucht, bis du das alles so gelernt hast und drauf hattest? Ungefähr eine Woche. Eine Woche? Ja. Dann ist es machbar? Ja. Ab und zu habe ich auch Fehler gemacht, aber... Das ist okay, das passiert. Ja. Das Wichtigste am Kabel ist das Innenleben, Kupfer. Denn die weltweite Kupfernachfrage übersteigt die Kupfergewinnung. Um künftig genug Kupfer zu haben, müssen wir recyceln. Wie wertvoll ist dieser Tisch hier gerade? Das, was davon zu verwerten ist. Das liegt ungefähr bei 300 Euro. 300, super, ja. Durch den Kupferverkauf verdient der Schrottplatz Geld. Leider ist das Recyceln von E-Schrott so aufwendig, dass es nicht viele machen. Einige Unternehmen verschrotten lieber alles. Für die Kupfergewinnung setzt Roland die einzige Maschine des Betriebs ein. Das Gerät schneidet den Gummi auf und legt den Rohstoff frei. Dann muss Christoph poolen. Pro Kilo Kupferdraht, den er hier rausholt, bekommt der Schrottplatz 5 Euro. Haben wir 4 Euro fast. Das jetzt? Ja, das hat fast ein Kilo. Das ist aber ein okayer Stundenlohn. Ja. Christoph wittert ein Geschäft. Wenn ich jetzt ein sehr unmoralischer Mitarbeiter wäre, ne? Ja. Und Interesse daran hätte, das selber zu verkaufen. Das hier. Ja. Kommt man da auf die Idee vielleicht manchmal? Ganz schwierig, weil die Abnehmer dürfen das nicht nehmen. Die Abnehmer kaufen den Rohstoff nur in Massen von 1.000 bis 3.000 Kilo ab. Das war's. Alles leer. Zum Schluss traut Roland Christoph die schwerste Arbeit des Betriebs zu: Laptops zerlegen. Täglich landen etwa 100 Stück hier. Und eigentlich müssten es noch viel mehr sein. Aber über 140.000 Tonnen kleine Elektrogeräte wie Laptops oder Handys schmeißen wir Deutschen immer noch in den Hausmüll. Ich raste aus, das ist nicht wahr. Jetzt ist diese Tastatur hier mit, ich kann es überhaupt nicht zählen, wahrscheinlich noch mal 50 Schrauben festgemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Das Problem? Jeder Laptop ist anders verschraubt. Keiner gleicht dem anderen. Doch auch diese Aufgabe meistert unser Host. 3 Tage sind rum. Christoph hat 90 Rechner zerlegt, 150 Kabel bearbeitet und 2000 Geräte im Container sortiert. Gute Reise. War eine spannende Zeit. Ja. Tolles Arbeitsumfeld, was wir hier haben. Hast dich gut geschlagen hier? Das freut mich. Wünsche dir alles Gute. Ebenso, alles Gute. Super. Ciao. Ich glaube, die meisten von uns denken, dass wir nur den Elektroschrott wegschmeißen, der wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist. Aber irgendwas kann an dieser Annahme nicht stimmen. Das habe ich hier in den letzten Tagen gesehen, weil wirklich einfach täglich Unmengen an Elektrogeräten hier eintrudeln. Deshalb lieber zweimal checken, welches Gerät wirklich kaputt ist.